Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan. Und diesmal habe ich hier endlich mal ein Free-for-All auf High-Rise. Ich benutze hier die Desert, was glaube ich, Magnum Akimbo. Und ja, das war eine Anfrage. Aber das Gameplay ist jetzt nur so im Hintergrund. Ich möchte mal ein bisschen darüber reden, wie ich überhaupt auf YouTube gekommen bin und die ganze Geschichte, wie ich, ja, wie ich auf das Commentary machen gekommen bin und so. Ja, jetzt noch ein bisschen zum Gameplay. Also ich habe hier meine Magnum Akimbo. Also ich habe gemerkt in diesem Spiel, dass dass die Magnum sehr stark sind. Sie killen mit ein, zwei Schüssen oder drei. Und also die sind einfach nur Beast, Alter. Also richtig Beast. Der Score von diesem Match ist zwar nicht überragend und am Anfang sehe ich auch niemanden, aber naja, also der Endscore ist 30 zu 9 und deswegen möchte ich auch ein bisschen drüber reden, also über die Geschichte und so, damit ihr nicht so auf das Gameplay achtet. Aber ihr habt, da sind ein paar coole Kills dabei und ja, schaut es euch einfach mal an. Ja, ich möchte euch erstmal erzählen, wie ich jetzt dazu gekommen bin, Commentaries zu machen. Ja, ich hatte schon früher mal einen YouTube-Channel, das war ein Tutorial-Channel, der hieß Dorpier, also Dor wie Türe auf Englisch und Pier wie Birne auf Englisch. Und das war ein Tutorial-Channel, da haben wir Tutorials zu Photoshop hochgeladen, zu Windows, zu Linux, wenn ihr nicht wisst, was Linux ist. Also Linux ist ein Open-Source-Betriebssystem. Ja, das interessiert euch eh nicht. Also es ist ein Konkurrent zu Windows. Manche wissen gar nicht, dass es was anderes außer Windows gibt. Und ja, so habe ich halt angefangen. Da habe ich dann Tutorials gemacht und da habe ich auch sehr viel Erfahrung entsammeln können, wie man redet und wie ich ankomme überhaupt, ob ich überhaupt gut ankomme. Und der Channel hat dann halt sehr großen Erfolg gehabt, also nicht sehr großen, sondern großen Erfolg. Wir hatten nur 580 Abonnenten. Das ist ziemlich viel, finde ich. Und dieser Channel wurde dann leider gelöscht. Wir haben auch dann keine Videos mehr hochgeladen, da es irgendwann mal keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber ja, es war eine sehr gute Erfahrung und mir hat es einfach Spaß gemacht, aber am Ende halt nicht mehr. Und ja, ich bin eigentlich, also auf das Call of Duty Modern Warfare Commentary bin ich darauf gestoßen, da ja Machinima, das ist der größte Commentary Channel, den es gibt, auch ja, Commentaries hochlädt. Und die habe ich mir dann halt immer angeschaut und geschaut, was die so machen und die Tricks abgeschaut bei Call of Duty und ich kannte früher nur Machinima als Programm. Also Machinima gibt es auch als Programm. Das Programm ist wie so ein, ja, Cinematics 3D Ding. Also man kann zum Beispiel in World of Warcraft von dem Charakter sich wegbewegen und dann halt coole Filme damit machen. Und daher kannte ich halt Machinima und das kam mir irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich mir halt die Commentaries angeschaut. Fand sie sehr interessant, vor allem weil sie auf Englisch waren. So habe ich auch meine Englisch Skills ein bisschen verbessert. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch mal eine 2 in der Englisch Abschlussprüfung. Nein, Spaß. Das liegt daran, dass ich auch früher mal englische Filme angeschaut habe. Und ja, dann habe ich mir gedacht, wieso gibt es solche Commentaries nicht auf Deutsch? Da müssen wir mal eine Lücke füllen. Und da habe ich mein erstes Commentary mal gemacht. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß es doch noch. Das war ein Spiel auf Favela. Ich habe zwar sehr viel gecampt, aber der Endscore war dann 30 zu 3, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das meine erste Commentary war. Das war noch auf unserem alten Channel, der hieß MW2GA, also MW2GEA. Damals gab es unseren Clan auch schon. Und
Ich hatte auch schon auf meinem Dorp hier, also auf meinem Dorp hier, gut Deutsch. Nein, ich hatte auch schon auf meinem Tutorial-Channel schon zwei Gameplays hochgeladen und die haben sehr viele Aufrufe bekommen, also Minimum 2000, ich glaube an die 3000 Aufrufe, ein Video, also ziemlich krass. Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, das machen wir jetzt, da machen wir jetzt einen eigenen Channel. Den Channel habe ich nicht gemacht, sondern der Nile. Der ist jetzt nicht mehr aktiv, so viel ich jetzt weiß. Und ja, dann hat er den Channel gemacht. Das war dann MW2G, was ich eigentlich ziemlich unpassend finde, weil wir dann. Er hätte sich eigentlich denken müssen, dass wir irgendwann mal ein anderes Spiel spielen, außer Modern Warfare 2. Und da stand halt MW2 dran und das war halt so unpassend. Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt einen neuen Channel. German Elite Army. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Namen. Und ja. Vielleicht wisst ihr es ja noch nicht, aber unser alter Channel, MW2G, wurde von einem alten Clanmitglied gelöscht. Weil wir mit diesem Clanmitglied Streit hatten. Und wir dann alle ausgeflippt sind. Und ja. Es ging dann halt so weit, dass er unseren Channel gelöscht hat. Und natürlich waren wir alle sehr angepisst. Aber das Leben geht weiter. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte. Das würde mich super freuen, weil ihr wisst gar nicht, wie mich es freut. Also mein Tutorial-Channel hatte 580 Abonnenten und unser alter Call of Duty Channel hatte 380 Abonnenten und ich möchte halt wieder da hochkommen, wo ich früher einmal war oder wo wir früher einmal waren. Und also es wäre super geil, wenn ihr uns abonnieren würdet. Danke schon mal im Voraus und Daumen hoch wäre auch super geil und kommentiert, was ihr von meinem von dem von der Commentary hält und von der Geschichte überhaupt. Gebt eure Meinung ab und ja, das war's von mir. Schaut euch das Gameplay fertig an und tschüss, bis zum nächsten Mal. Friendly Harriers inbound.